Beziehungsweise ich weiß es ja schon. Ich weiß nur nicht, was ich davon halten soll. Denn Maggie, für euch zur Info, Maggie hat oben nur 2 Herzchen, ja. Die kann auch in diesem kompletten Run nie mehr als 2 Herzen bekommen. Sie hat eine coole Frisur. Der stärkste Char. Du meinst rein, wirklich rein stärketechnisch ist der schon recht stark, ja. Aber ist das der stärkste? Ich weiß nicht. Also von den Tainted meinst du, ne? Kann sein, ich kenne ja noch nicht alle. Also Maggie hat oben 2 Herzchen. Sie kann auch nie mehr bekommen. Alle anderen, die sie bekommt, verschwinden nach der Zeit wieder. Es droppen aber fast alle Gegner Herzchen, die aber auch nach kurzer Zeit wieder verschwinden. Ich bin zu pro. Ja, das ist es halt. Also Maggie hat sonst nichts. Sie hat das Yamhart immer unten rechts. Das sieht man ja. Ich habe übrigens diese ganze Anzeige ein bisschen nach außen geschoben, ne? Ich hatte das vorher so. Ich zeig's euch mal. Ich hatte das vorher, glaube so komplett. Und ich habe es jetzt nach außen geschoben. Ist geiler, hat man ein bisschen mehr Überblick. Ne? Ja, also Maggie ist eigentlich ein normaler Char. Hat halt nur einfach sau wenig Herzen. Oh, das ist natürlich direkt nice. Oder das ist doch diese Ghost Pepper Dings. Oder ist das ein neues Item? Viel besser, ne? Hat Mini, wie geht's dir eigentlich? Hast du schon irgendwelche Symptome oder alles gut? Das ist doch diese rote Ghost Pepper, oder? Aber wie heißt die? Ich hab's gerade nicht gesehen. Die schießt keine blauen Herzen, sondern rote, ne? Bird's Eye. Ah, ja, Bird's Eye. Das ist, ja, Vogelaugen-Chili, genau, gibt's ja sogar, ne? Okay. Also, die ist, glaube ich, schon ganz cool. Ja. Ich glaube, die ist sogar noch ein bisschen stärker. Guck, jetzt seht ihr es gleich. Jetzt droppt ein Herzchen. Das wird oben so angezeigt, so halb angezeigt. Das geht auch super schnell wieder weg. Das liegt so ein bisschen paar Mal da auf dem Boden und dann ist es auch schon wieder weg. Was Maggie auch stark macht, ist einfach, wenn ich Melee rangehe, schlägt sie so und macht einfach die Gegner kaputt. Ne? Man muss halt bloß aufpassen, dass man nicht Schaden bekommt. Also roten Herzschaden bekommt. Im Moment ist noch egal, aber vom Prinzip kannst du einfach durchbremsen, ne? Bei solchen Gegnern musst du halt aufpassen, ne? Die bleiben halt länger, halt Mr. Flaumix. Aber vom Prinzip kannst du die ganze Zeit Melee gehen. Also ich finde den Char irgendwie komisch. Ich glaube, der hat aber ein paar coole Synergien mit manchen Items. Nein, die normal. Es wirken sich nur die vollen Herzen auf den Deal aus. Glaube ich. Danke, Tom, ich bin keine Bombe. Also im Prinzip musst du mit diesem Char einfach durchrushen. Das ist alles.
HP abnehmen, Damage abnehmen und einfach durchrushen. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Ein X-Stein war da noch, ja, egal. Ich glaube, die blauen Herzen gehen auch weg. Mit Plan C. Nur die Basis-HP sind immer permanent, alle anderen HP-Ups sind temporär richtig. Aber je mehr temporär ich habe, umso mehr kann ich halt voll machen und umso mehr kann ich Melee einfach reinrennen. Ne? Weil die gehen ja eh weg. Ja, also mit denen kann ich einfach reinrennen. Ich glaube, Feuer droppt jetzt nicht wirklich. Nee, Feuer droppt, glaube ich, keins, ne? Schon weird, Char. Ich weiß gar nicht, ob blaue Herzen überhaupt droppen können. Also entgegen aller Erwartungen ein ziemlich offensiver Char. Wenn man vielleicht anfangs denkt, passiv und vorsichtig. Ja, du musst den, glaube ich, nicht offensiv spielen, aber man sieht es ja. Also ich glaube, der Char ist recht einfach. Aber du musst halt immer gucken, dass du, wenn du zu den Bossen kommst, halt full HP hast. Ne? Das musst du halt immer gucken. Aber ansonsten kannst du halt einfach durchwämsen. Ich glaube, Ziel ist es wirklich einfach schnellstmöglich alle Räume zu machen, zum Boss zu gehen. Ne? Am besten die Herzen, die nicht wieder verschwinden, die wirklich droppen, die einfach liegen lassen. Kurz vom, und dann, wenn du alles fertig hast, die dann aufnehmen und dann schnell wieder wechseln. In die nächste Ebene. Ich glaube, das ist sinnvoll. Wie ist es denn hier? Oh, hier kann man das auch machen. Okay. Ja, muss man sich ein bisschen einspielen bei dem Char, glaube ich. Ich nehme jetzt mal noch ein Herzchen mit, damit ich... Oh, der Boss ist da oben. Shit. Also ich glaube, es ist ein sehr stressiger Char. Ich glaube nicht, dass mir der viel Spaß machen wird. Schon wieder weg. Jetzt mal gucken. Ja, die blauen gehen auch weg. Die blauen Herzen gehen auch weg. Aber ich habe auch noch Yamhart. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Ich habe ja auch noch Yamhart. Oh, es gehen aber erst die roten weg und dann die blauen. Okay. Nee, opfern tue ich da nix. Nee, so hab ich nicht genug. Ich brauche mindestens 7, dann wird es sich lohnen. Sechs, sieben bräuchte ich, habe ich jetzt nicht.
Hätte man immer zwischendrin machen sollen, ne? Voll auffüllen, da reinrennen, opfern, wieder rausgehen, opfern. Ich sag ja, ist halt ein sehr stressiger Char, glaube ich. Man kann ihn aber auch einfach durchspielen, ne? Also einfach easy durchspielen, ganz normal. Und das, du hast halt nur wenig HP dann. Ne? Aber ich kann jetzt vom Prinzip Full Life machen, ne, mit Yamhard. Oder die temporären Opfern, ein festes und dann immer ein permanentes Opfern. Verstehe ich nicht. Ganz einfach mit 2 HP durchspielen, Kappa, ja. Oder die temporären Opfern, ja, das meine ich. Und ein festes und dann immer nur ein permanentes Opfern. Ich höre mich krank an, ne, ich bin vielleicht ein bisschen was im Hals irgendwie, keine Ahnung, aber jetzt nicht. Ne, mir geht's gut. Mir geht's sehr gut. Komme ich natürlich jetzt nicht hin, okay. Aber ja, ein bisschen Kropf im Hals und Frosch im Hals heute irgendwie wieder. Nö, kann schon sein. Ich fühle mich auch so ein bisschen hier so verschleimt, aber ist okay. Set Bombs. Der war gerade im Hals, korrekt. Set Bombs ist schon stark, aber Blood Bombs ist besser. Aber das macht sogar Full HP. Okay. Ist schon stressig, ne? Lost ist das halt ein bisschen schwierig hier zu spielen, weil der hat ja diesen Effekt nicht, ne? Doch nochmal Yamhard gezogen. Brave Digger ist nicht ohne. Meinst du den Boss? Heißt er so? Ist jetzt Bullshit natürlich. Obwohl, weiß man nie, was kommt. Seht ihr mal eine Joker? Noch eine 2 Joker? Cool. Joker nochmal. Okay. Na dann gucken wir doch mal. Oh, nice. Der Wandel, das bringt mir hier in dem Fall gar nichts. Bringt mir das was, ist die Frage. Ist halt immer mal so ein schwarzes Herzchen dazu, aber das bringt mir halt auch nicht viel, ne? Das geht ja auch wieder weg. Eigentlich bringt mir das hier gar nichts. Nimm das Ding, das ist auch ganz cool. So, Hermit. Empress. Zweimal Hermit. Ach, der sieht aus wie der Grave Digger bei Resident Evil. Nein, der heißt sie. Vielleicht ist er auch irgendwie daran angelehnt, keine Ahnung.
Kann sein, kann sein. Was meinst du mit overstacken? Ich kann ja nicht so viele wie möglich mitnehmen. Ne? Also ich kann ja höchstens 2 temporäre haben jetzt momentan. Klar, das Beste wäre natürlich super viele haben und keinen für Devil Deal ausgeben, ne? Ja, wäre auch ein schöner Puffer, das stimmt, aber weiß nicht, ob das insgesamt sinnvoll ist. Ob man vielleicht wirklich mit ihr komplett auf Angel Deals gehen soll und alle HP-Ups mitnehmen soll und einfach Melee alles wegbremsen. Ne? Ich kann Blackhearts haben, ja, aber die verschwinden auch. Deswegen ist es eigentlich nicht so stark. Wo ist denn der? Hier. Was hat er mir denn jetzt abgenommen? Auf der hat mir nicht den Holy Mantle kaputt gemacht. Nein, hat er nicht. Ein Lieblings-Item? Wieso? Was macht das denn? Ist so stark. Ich weiß gar nicht, was das macht. Verbesserte Karten, okay. Doppelte Karten, oder? Macht das? Also wenn ich dann eine... eine Hierophant jetzt ziehe, dann kriege ich 4 Herzen dazu, richtig? 3. Mal reinkommen mit dem Char. Der spielt sich halt schon ein bisschen komisch. Ich weiß noch gar nicht, was ich machen will. Ich mache jetzt einfach mal Standardweg plus Messer holen und dann gucken wir uns einfach mal an, was daraus wird, ne? Oder wir sterben hier schon, dann fangen wir nochmal neu an. Oh, Jesus. Noch dazu zu bekommen, nice. Kann mir die Herzen nicht holen, ich habe das Yum Heart ready.
Mit ihm spielen wir. HP-Ups. Was denn mit Japan? Was passiert? Oh, ich hab nichts mitbekommen. War hier noch? Empress, Hermit, Hermit. Schieß ich nicht. Ich echt nicht. Wortspiel? Hi. Grüß dich. Herzlich willkommen. Wortspiel wahrscheinlich, ne? Okay, muss ich aufpassen, da komme ich halt nicht ran. Was denn? Ich weiß gar nicht, wie mein Streamname ist. Mir ist nichts eingefallen. Was ist das? Der Char-Banane. Worum es in dem Spiel geht, lore-technisch, also story-technisch oder gameplay-technisch? Das sind halt alles böse Sachen, die ich kaputt mache und die bluten. Also storytechnisch geht es darum, so Ketchup, richtig Kunstblut. Storytechnisch geht es darum, dass Isaac, der Typ, den ich spiele, also im Mensch spiele ich ihn nicht, aber der Typ, den du normal in diesem Spiel spielst, eigentlich ein lieber kleiner Junge ist und seine Mutter denkt, er ist vom Teufel besessen und sie will ihn deswegen umbringen. Er versteckt sich dann in der Kiste und wird nach unten, geht nach unten vom Prinzip ins, in die Unterwelt, ne, sozusagen. Und du versuchst halt da wieder rauszukommen vom Prinzip. Das war's. Das ist die Hauptstory, sozusagen. Ja, genau genommen ist das Isaac. Also ich spiele eigentlich immer Isaac. Egal welchen Charakter ich spiele Isaac. Und das Spiel ist ein Roguelike. Das heißt, du spielst eigentlich immer... Du spielst immer wieder von vorne. Und wenn du stirbst... Also es ist ein Permadeath-Spiel. Wenn du stirbst, fängst du wieder von vorne an. Gameplay-technisch, das ist das Ziel, das zu schaffen. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, das Spiel durchzuspielen. Du suchst dir halt immer eine Variante aus, die du halt schaffen willst. Und dann versuchst du das zu schaffen. Ja. Memento, dankeschön. Was passiert denn? Gorbin, Gorbin hart, Gorbin hart. Danke. Im Tier zweimal wieder. Im 32. Monat, Alter. Das ist lange her. Lange Zeit ist das.
Tut mir leid, wenn ich das nicht so gerade so erklären kann, was es bei dem Spiel so geht, weil das gerade, ich spiele gerade einen neuen Charakter, der eine komische Mechanik hat und das ist ein bisschen schwer zu koordinieren gerade, aber ich gebe mein Bestes. AP up, nice. Ich nehme für Damage ab. So lange hat es noch keiner ausgehalten. Ja, er ist nicht oft hier. Memento ist nicht oft hier, deswegen weiß er nicht, was für ein Arsch ich bin. Ne? Memento, dankeschön. Ja, also das Spiel hat mehrere Ebenen, wie man jetzt auch gleich sieht. Und ich muss nach unten, ne? Ja, ich muss nach unten. Okay. Es gibt alternative Wege. Ich kann hier in eine Ebene weitergehen. Oder ich kann hier in eine Ebene weitergehen. Na? Geht's mal hier runter. Habe ich alles? Ah, sieht so aus, ne? So. Jetzt sieht man die Ebenen hier. Jedes Feld da oben ist eine Ebene. Die Wahrheit verleugne ich mal nicht. Siehste? Siehste? Memento, dankeschön. Vielen, vielen Dank. Immer noch eine coole Tasse, ja. Und es gibt halt hier verschiedene Räume, ne? Wie man hier auf der Map sieht. Und da läuft man halt durch, versucht alles zu schaffen, ohne großartig getroffen zu werden. Und ohne oben keine Herzen mehr zu haben. Gott, ist der Char stressig, Leute. Ich hab jetzt halt nur noch ein Dingenskirchen. Ich brauche unbedingt ein HP ab. Rookies Horns, auch nicht schlecht. Alles nicht schlecht, aber ich habe super wenig HP. Ich glaube, es ist wirklich nicht so sinnvoll, so zu spielen, wie ich gerade spiele mit diesem Char. Es ist wirklich sinnvoll, auf Angel Deals zu gehen. Ja, somit ist die Angel die Chance weg. Der Char ist zu stressig. Nö, 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 aber ich spiele ihn falsch. Muss man ganz klar sagen. Darf nicht so wenig Herzen haben. Vielleicht kriege ich ja nochmal Herzen dazu, weil der Rest ist gut. Der Rest des Builds ist gut. So, jetzt vielleicht mal wieder. Ich brauche allein jetzt schon 2 HP, um hier weiterzugehen, wenn ich zu Mother will. Das Mother bringt mir eh nichts mehr. Herzen verschwinden so schnell. Ja, nice. Perfekt. Sorry, ist ein bisschen stressig gerade. Ich muss mit dem Char erstmal klarkommen. Diese Mechanik ist echt wild. Aber sowas von.
Doch. Ich glaube, wenn du mal 5, 6 Herzen über den 2 normalen Herzen hast, dann ist der, glaube ich, recht entspannt, der Char. Aber habe ich halt momentan nicht, weil ich so viel für Devil Deals ausgegeben habe. Komm schon! Oh. Fokus mein zweiter Name, richtig. Was ist das mit Locus? So, Special Event. Wir gehen ein bisschen Lore fahren, ne? Oh, da wird mir sogar das Yamhart geklaut. Das heißt, ich habe nur 2 HP. Okay. Eigentlich müsste ich euch eine Story erzählen, wenn ich das Spiel hier, wenn ich hier durchlaufe, oder? Wollt ihr denn hören das nächste Mal? Ich hab's immer noch nicht verstanden, Tomchen. Wann habe ich das denn gesagt? Ich versteh's nicht. Echt? Okay, ich gehe drauf jetzt. Oh. Yamhart. 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 Mit Japan. Yamhart. Yamhart. Ja, es ist ein bisschen nasal heute, ne? Wir gehen nicht hier rein, ne? Also wir gehen definitiv nicht zu Mother, oder? Ne, Mother kannst du vergessen. Wir machen ganz normal. Ist nicht stark genug für Mother. Hey, Kohle.
Hat einen Stress. Seraphim, okay. Ist okay, ich gehe Mili ran die ganze Zeit, dann ist schon okay. Sehr stressig, der Char ist ja echt schlimm. Ja, gar keine ruhige Minute. Tears up? Tears up? Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ach lol, wie auf dem Jahrmarkt. Hallo, last chance. Dann lass es. Shit. Was ist denn das für eine Megapille? Soll ich die nehmen? Ja, ne? YOLO. Explosive Diarrhea! Oh, das ist schon warm. Shit. Total Banane, der Char. Oh Gottes Willen. Also einfach wird's nicht sein, einfach nach unten gehen. Ich habe immer Japan verstanden. Yamhard, Yamhard. Japan hört sich doch ganz anders an. Japan, Yamhard. Diesen Char überlegt. Ja, das ist gut. Ein Angel, ein Devil Deal gespawnt oder so? Nein? Dann gehen wir rein, würde ich sagen. Ich würde das gerne mitnehmen, dann habe ich wieder so wenig Herzen. Na? Dann habe ich wieder so wenig Herzen. Nee, nee, nee.
Small. Smaller ist okay. Das ist gut. Das crackt irgendwann und gibt mir ein Item. Und da ich eh die ganze Zeit draufballer und rangehe, ne? Melee. Keine Herzen getroppt, okay. Also, wie sowas Bescheuertes gesehen. Singen kaufen, das ist nicht falsch geschrieben, ist richtig. Und außerdem singe ich dann nicht. Wenn du genau durchliest und das nicht verbesserst, dann singe ich dann nicht. Weißt du, wann man auf Twitch diese Funktion freischaltet, dass man das ja, aber ich weiß nicht, wie die Konditionen, also du musst halt Affiliate werden, aber ich weiß nicht, wie momentan die Konditionen sind. Ich glaube, 5 durchschnittliche Zuschauer, 35 Stunden die Woche gestreamt oder so, ne, so viel nicht, 20 Stunden, oder ich glaube, sogar weniger, 15 Stunden, aber an 3 verschiedenen Tagen mindestens oder so pro Woche. Und dann kannst du dich dafür anmelden. Irgendwas. Also es braucht nicht viel. Obwohl momentan ist das auch schon wieder recht viel. Ne? So viele Leute wie jetzt streamen, ist es glaube ich nicht so einfach, einfach mal 5 Zuschauer zu generieren über so eine lange Zeit. Und das dürfen keine Bots sein. Das checkt, die Zecken checken die schon. Man muss halt 5 Freunde mobilisieren, ne? Friends till the end. Isaac wird jetzt hart. Zwei Yam Hard ready. Ich hoffe, hier gibt es noch ein HP ab.
Kompass ist ja schon raus aus dem Beggar-Pool. Bleibt liegen, okay. Natürlich Mystery Sack. Das Messer wird mir helfen. Messer ist gut gegen ihn. Ja, Messer ist tipptopp. Lahm bin ich auch. 0,88. What? Wie kann der mich da oben treffen? Hä? Wie kann der mich da oben treffen? Was ist das denn? Warum trifft er mich in der Ecke? Seit wann das denn? Wahnsinn.